Oh nein, meine Leine! Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu New I Life. Ja, nee, ist klar. Natürlich. Und ich stehe ausgerechnet hinter dem. Ich gehe mal hier so ein bisschen in Sicherheit. Genau, und damit auch, so. Wie gesagt. Aber erstmal, warte mal, Kalle, bevor du weglaufst, du weißt genau, was ich meine, ne? Jetzt bist du so wie ich in der einen Folge. Ich will jetzt mal was basteln und ich hoffe, das funktioniert. Ihr seht, so wird das gecraftet. Yeah. Oh, ich sehe. Jetzt gucken wir mal. Woody? Nee, geht nicht. Ich brauch diesen blöden Sattel vorher. Sattel. Ich brauch diesen Elefantensattel. Ich weiß nicht, ob ich das wieder abkriege, sonst hätte ich das am Mai mal ausgetestet. Wo ist denn dein Elefant? Warte mal, lass uns bei mal gehen. Im Haus. Apropos, ich wollte sowieso mal meinen Keller zeigen. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Okay. Das ist mega gut geworden. Das habe ich mit Oni zusammen gemacht. Mit Soundplay. Jo. Aber erst gehen wir zu deinem Elefanten. Ach, guck mal, ich will das ausprobieren. Auf zu Kalif. Unser Maskottchen ist weg. Unser Maskottchen ist weg. Ich habe schon gesucht hier um meine Umgebung. Es ist weg. So, mein Elefant ist hier. Okay. Da. Probieren wir das mal. Elefant? Nö. Mach du mal, Kalle, weil es deiner ist. Moment. Hast du hier ein Tor drin oder sind wir jetzt alle hier gefangen? Stehen. Na, ich mach das mal mit dem Block raus. Also. Probier's mal. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Nee. Ich glaube, warte mal, wenn ich E drücke, kann ich E im Elefanten drücken, das bringt mir nichts. Irgendwie konnte man, glaube ich, das Inventar vom Elefanten aufmachen. Ja, irgendwie. Nee, warte mal, lass es mal raus hier. Warte, Achtung. Bitte alle beeilen. Jo, bin raus. Warte. Nein. Ohne Elefantmeter. So war das nicht geplant. Ich wollte eigentlich ganz anders da und so, ne? Wirklich? Aber irgendwie muss man das doch machen. Hier, Metos, ich werf dir dein Ding wieder hin. Jo, gib's doch zu, du wolltest einfach nur den Elefanten klauen. So, aber ey, komm mal mit. Ich heb das trotzdem mal auf. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Oh mein Gott, guck mal in die Kiste rein, Leute. Das ist schön. Da war wohl wer angeln. wohl jemand angeln. Ja, Flugbär. Geil. War angeln. Ich pack das Ding erstmal dabei. Okay, pack ruhig rein. Pass auf, jetzt komm mal mit. Ich komm. Alles im Keller. Im ersten Keller habe ich den Boden gemacht, ich habe jetzt alles fertig gemacht. Das hatte ich ja schon mal angeschaut hier. Treppe nach unten. Da war doch hier so eine Tür. Genau, jetzt kommt mit. So, viel hat sich ja nicht geändert. Jetzt guck mal hier runter. Oh. Was wird das hier dann? Das wären jetzt wie bei Tempster, wo die Fischfallen drin sind, so eine Behälter. Hier ist schon fertig. Ah, da willst du Fischfallen reinmachen? Ja, und pass auf, der Keller wird noch größer. Guck mal hier. Hier bis zu der Wand da hinten wird er noch. Hast du ja noch ein bisschen was vorgenommen? Da habe ich noch ein bisschen was. Also, das werde ich im Stream ausheben und in der Folge werde ich das bauen. Das habe ich mit Oni jetzt gemacht. Decke und so. Aber erstmal wollten wir doch Wolle, Schafe. Wir suchen heute Wolle. Das heißt, ich mache heute Wolle. Nicht im Keller weiter, Leute. Der Duffy und ich gehen Wolle suchen. Metos macht alles fertig, weil wir wollen Schafe holen. Richtig. Und wir haben heute noch ein cooles Thema. Ihr habt es schon gesehen. Der neue Euroschein? What the fuck? Ja, es gibt einen neuen 20-Euro-Schein, der ist rausgekommen. Und es gibt auch Gründe dafür, warum man ständig neues Geld macht. Ist das? Nee. Ja, und darüber möchten wir heute reden. Bevor wir jetzt aber gleich sofort anfangen mit dem Thema, sodass du gleich sagst, warum und dies, Metos, das ist zu früh. Wir müssen erstmal generell drüber reden, wie wir es finden und der neue Euroschein und so. Einfach noch nicht sagen, warum die erstellt werden. Das können wir ja noch ein bisschen spannend halten. Okay. Mich aber mal sagen. Dann halt mal spannend. Ja. Ja, aber du kannst ja schon mal deine Meinung erzählen, was du dazu, wie du es findest, dass es einen neuen Schein gibt einfach. An sich, wie du es findest. Naja, ich als Sammler und Numismatiker, finde es natürlich äußerst interessant. Das steht schon mal fest. Weil ich sammle ja hauptsächlich ältere Geldscheine und interessiere mich auch für neuere Geldscheine. Oh, dann kannst du ja den alten 20-Euro-Schein sammeln. Sammeln tue ich die neueren Scheine nicht, weil die ja aktuelles Zahlungsmittel sind. Das kann ich mir gar nicht erlauben.
Aber du kannst durchaus... Du jetzt den alten kannst jetzt einmal behalten, ne? Nein, der wird weiterhin gültig sein. Der alte 10-Euro-Schein ist ja auch nicht mehr gültig. Ist nicht mehr gültig? Mensch, jetzt Kinder, darf ich dachte, ich hätte damit noch Teufel bezahlt jetzt. Also man hat den noch angenommen. Man hat den eigentlich angenommen noch. Okay. Ja gut, vielleicht werden die ja auch erst von der Bank dann aus dem Verkehr gezogen. Ja, die wirklich. Werden von der Bank aus dem Verkehr gezogen, richtig. So läuft das nämlich. Mhm. Ja, die werden dann später aus dem Verkehr gezogen. Auch noch was. Aber vorläufig sind sie noch gültig. Ja, das heißt, sie gelten noch als Zahlungsmittel. Ich würde ohne Witz einen auf, aber das kann man sich halt nicht erlauben, weil man das Geld auch braucht, ne? Ist halt. Ja, ja. Das war doch damals bei der Mark nichts anderes. Ja. Warte, ich will mir da was. Ja, gut. Bei der D-Mark, da gab es ja dann auch eine riesengroße Umtauschaktion, ne? Ah, ja. Das ist ja auch ganz. Ich muss ja mal gucken, wo machen wir dann das Gehege für die Schafe hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Gerade mal überlegen. Mhm. Wir könnten es. So, Daffy, kommst du zu meinem Haus? Wir können loslaufen. Jo, sofort. Ich wollte mir nur schnell ein paar Fackeln noch machen, falls es Nacht wird. Okay. So, hier ist doch. Nee, hier ist auch schon. Was? Das ist ja, blöd, weil ich will ja auch nicht, dass es irgendjemandem dann tierisch auf den Keks geht, obwohl Duffy. Ich habe doch selber Kohle. Duffy, neben Duffy können wir es bauen. Ist es die Bestrafung dafür, dass ich ausgezogen bin, Methos? Ja. Oh. So, okay, machen wir das so. Warte, hast du ein paar Fackeln für mich? Ist ja auch schon direkt. Ich habe jetzt so ein bisschen Zaun. Hier, warte mal, ich gebe dir mal die Hälfte. Machen wir das so? Nein, nein, danke schön. Dann komm auch noch. Kein Problem. Weil es wird nämlich langsam dunkel. Es ist blöd. Machen wir das so rüber. Gut, dann hier so rüber. So. Ich weiß so ungefähr, wo was ist, aber nicht ganz genau. Da müssten wir aber eigentlich normalerweise. Das eine Mal habe ich so welche gesucht und dann in der Folge danach habe ich wieder rumgelatscht und habe welche gefunden. An der Stelle, wo ich vorher nicht gesucht habe. Und da gehen wir jetzt am besten mal hin. Okay. Ich erinnere mich aber nur noch leicht, weil das war Folge das 20 oder so. Wir sind jetzt bei Folge. Das bei mir zumindest bei Folge 49. Okay. Na, ich hoffe nur, dass die nicht von der Leine wegbacken. Ich hoffe es auch. Ja, Meter, das bei mir läuft, ne? Ich laufe auf die Folge 50 zu. Ist besser. Bitte was? Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Ach, Mann. Ich habe eigentlich vor, 100 Folgen zu machen. 100 Folgen? Ja. Das ist aber reichlich geplant. Wieso nicht? Habe ich reichlich geplant. Aber warum nicht? Ja. Warum? Ich werde es wahrscheinlich nicht dieses Jahr noch hinkriegen, 100 Folgen zu bekommen. Ja, das ist. Hat ja auch Zeit, ich meine, es muss ja nicht so schnell zu Ende gehen. Nee, das weil ist doch es kommt jetzt bei ein anderes Projekt, da muss ich halt, New Life so runterstocken, wie es halt geht, dass ich halt nur noch die Tage, wo ich nicht das Projekt aufnehmen muss, New Life machen kann. Und dann habe ich nebenbei ja noch andere Projekte geplant, die ich auch langsam in Angriff nehmen wollte. Zum Beispiel, du weißt, nicht bitte aussprechen, aber du weißt, was Ende des Jahres kommt. Ja. Nicht aussprechen, aber es kommt doch etwas, was sehr, sehr, sehr geliebt wird. Was ich letztes Jahr, Dezember oder Ende des Jahres ins Leben gerufen habe. So sollte gehen. Jo. Weißt du, was ich meine oder weißt du es nicht? Ich glaube zu wissen. Ich würde es gerne aussprechen, aber dann weiß nein, ich nicht. Nein, nicht. Weil sonst wissen sie wieder zu viel. Scharf! Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, Kalle, was ihr denkt. Kalle? Scharf? Ich weiß, aber ich will gerne noch weit von oben weiter welche holen. Ich schere es aber trotzdem mal kurz. Ja, genau, scheren kannst es ja. So, jetzt muss ich noch. Also müssen wir das nächste Mal nicht so weit laufen. Mhm. Und Gatter machen. Also jetzt mal hier so. So, darf ich jetzt mal bitte diesen blöden Berg hier hoch? Ich habe noch nie ein Crafting Table gemacht hier. Doch. Hä? So habe ich da gerade einen Erfolg von gekriegt. Naja. Weil du hier noch nie ein Crafting Table gemacht hast, wahrscheinlich. Eigentlich schon. Ey, du hast dich immer bei allen Crafting Tables, die wir gemacht haben, durchgeschnorrt. Kalle, wohin gehst du? Würde ich nie tun. Ich gucke gerade. So, okay, das ist soweit gebaut. Jetzt machen wir hier noch so ein paar Fäckelchen drauf. Das hier, ne? So. Ich schaue hier Monster bei den. Hast du einen Pfeil? Armen Schafen. Nein. Hier, ne? Ich schaue hier schon mal das zweite Schaf. So. Eigentlich müssten hier auch noch welche sein. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Irgendwie muss ich dich da runterbekommen, ohne dass du jetzt da runterfällst. Ja, so, dann ist es ordentlich hell hier. Das können wir hier rausnehmen. So war das jetzt nicht geplant, aber du bist unten. Gut, das wird grün. Ist grün zu grün. Okay.
Also hier sind zwei Schäfchen. Ja, hier sind auch noch ein paar Schafe. Gut, kommt ihr dann neben Duffys Haus? Da habe ich... Hast du einen schon an der Leine gemacht? Nee, ich nehme das gleich. Ja, hast nicht gleich, Schere? Sofort, weil wird dunkel ja. Sonst. Habe ich. Egal, wir können das jetzt nicht mehr gebrauchen. Sonst werden die doch von irgendwelchen Viechern gemordet und so, gemordet. So. Und ich packe jetzt ja, aktuell ist ja der 20-Euro-Schein, der kriegt ja auch so ein bisschen andere Farbe. Was heißt andere Farbe? Nicht wirklich, also so ein bisschen kräftigere Farbe, so wie ich gesehen habe. Ne? Und wahrscheinlich so minimal anderes Design, so wie die 5- und 10-Euro-Scheine. Ja, ja. Also sehr viel unterscheidet der sich nicht. Der hat nur mehr Sicherheitsmerkmale. Okay. Mhm. Ja, ne? Und zwar, wir können ja jetzt mal sagen, was der Grund ist. Und zwar, Metos, kannst du da loslegen? Der Grund ist... Ein wichtiger Grund, Leute. Der Grund ist hauptsächlich Geldfälschung. Immer wieder gelangen gefälschte Geldscheine in den Umlauf. Umlauf bedeutet halt sozusagen in... Einfach überall. Also es gibt Leute, die bezahlen halt damit dann eine Kasse und so. Das nennt sich halt Umlauf. Weil ja. Es gibt da mehrere Euro-Scheine und dann gibt es ja, wir sind ja Europa, wir haben ja mehrere Länder, wo der Euro vertreten ist. Und das ist halt Umlauf. Das heißt, der ist dann überall vertreten. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass jemand zur Bank geht oder beziehungsweise zur Kasse geht, zum Beispiel irgendwas bezahlt und zack, kriegt den gefälschten 20-Euro-Schein als Wechselgeld wieder, weil die Kassiererin oder Kassierer das nicht gecheckt haben, dass das Falschgeld ist zum Beispiel. Ja, das passiert leider sehr, sehr häufig. Häufiger als man meint. Mhm. Und damit bereichern sich auch viele auf gewisse Weise. Die geben Falschgeld raus, kriegen natürlich echtes Wechselgeld zurück und freuen sich dann des Lebens, dass sie da irgendwie ne, jetzt mehr Geld haben oder so. Ja. Aber man soll sich da auch nicht zu sicher fühlen. Das wird meistens aufgedeckt. Weil es wird zurückverfolgt, woher kommt das Geld, wo ist es zum ersten Mal aufgetaucht und so weiter. Und dann dauert es meist auch nicht lange, bis man die Geldfälscher dann auch hat. Ja. Also ganz so einfach ist es mit dem Geldfälschen heutzutage nicht mehr. Also die haben da ihre Möglichkeiten bei der Polizei, ne? Oh nein, meine Leine. Nein, nicht deine Leine. Kalle, nicht deine Leine. Aber es gibt ja auch diverse Merkmale, woran man einen gefälschten Schein erkennen kann. Oh, kennt ihr die? Nein. Kalle? Teilweise. Gut. da ist ja auf dem 20-Euro-Schein oder beziehungsweise auf jeden Euro-Schein ist ja so, die Wertangabe. Mhm. Und also das wenn meinst man, du, ja, da gibt es Merkmale, klar. Ja, wenn man diese Wertangabe, die ist ja nicht vollständig auf einer Seite, aber wenn man sie gegen das Licht hält, wird sie vollständig. Wasserzeichen. Wasserzeichen gibt's auch, richtig? Das ist ja auch so eine Art Wasserzeichen, sozusagen. Ja, könnte man sagen. Ja, nicht wirklich. Es ist einfach nur ein genauer Gegendruck. Ja, wo ist denn meine Leine? Ich habe keinen Plan. Und dann gibt's ja auch noch die Hologramme, die da drauf sind. Mehrfach. Das ist ja dieser Streifen, dieser Hologrammstreifen. Dann dieses Hologramm... Logo oder wie auch immer man das nennen darf. Dann gibt's ja den Silberstreifen, der da drin ist. Ja. Endlich gefunden. Ne? Und dann, was war da noch? Ach so, diese Mikroschrift. Ja gut, diese Mikroschrift ist schwer, das herauszustellen, weil so gut sind unsere Augen auch nicht. Da muss man schon mit dem Mikroskop dran gehen oder so. Deswegen werden ja auch die meisten Scheine mit so einem UV-Licht gecheckt und einem Stift. Ja. Zum Beispiel mit einem Stift oder einfach generell mit so einem... Was ist das? Glaube ich auch nicht genau UV-Licht, sondern das ist so ein Apparat, wo es reinsteckt und der keine Ahnung, es gibt mehrere Möglichkeiten und daran erkennst du das halt auch, weil die Scheine bestehen ja auch aus einem bestimmten Material, was ja nicht bekannt ist. Ich glaube, da ist sogar ein Teil Baumwolle zwischen, ein geringer Teil. Ja, ist es. Dass sie nicht so kantig, nicht so hart sind, sondern eher weicher. Bindest du erstmal hier hinten an den Zaun. Weil die sind ja, ihr wisst ja so, der Euro-Schein, wenn ihr den anfasst, fühlt sich ja nicht an wie normales Stück Papier, sondern etwas weicher auch und nicht so scharfkantig. Und wie gesagt, deswegen, das ist einfach ein Zusammengemisch aus irgendwelchen mehreren Objekten, die halt wieder nicht bekannt sind. Ja, richtig. Genauso wie die Tinte, das also ist ja auch eine Spezialmischung. Es gibt einige Merkmale, wo man einen Schein doch recht gut erkennen kann, ob er echt ist oder nicht.
Entweder gibt es Leute, die kriegen das gut hin und es gibt Leute, die kriegen das schlecht hin. Aber leider werden die Leute immer besser und kriegen es halt auch immer besser hin, Scheine zu fälschen. Und deswegen muss man auch irgendwann mal, ich meine, man muss auch überlegen, die Scheine gibt es seit 2001. Man muss aber auf jeden Fall genau hinschauen, denn was die Fälscher in der Regel nicht hinbekommen, sind zum Beispiel diese Silberstreifen oder halt diese Hologrammstreifen oder Hologrammlogos. Also das ist rekonstruieren ist sehr, sehr teuer. Daher machen das die meisten Fälscher auch nicht. Vor allem Fälscher haben wir jetzt bis jetzt auch 15 Jahre Zeit gehabt, weil ich meine, oder nein, nicht mehr so. nicht ganz 15 Jahre, aber jetzt seit 2002 gibt es die Scheine und, seit 2002, ne, 17 Euro. So, und seitdem gibt es die Scheine und die haben halt in den ganzen Jahren Zeit gehabt, das zu fälschen. Und jetzt müssen sie halt im Endeffekt wieder von vorne anfangen und das wird mega schwer und das ist auch gut so. Und ja. Mhm. So, jetzt brauchen wir noch Weizen, um die zu vermehren. Jo. Ich hab nur keins. Ethos. So, Weizen. Haben wir da was im Keller? Ich gucke gerade, also ich renne jetzt hin. In irgendeinem Garten war doch mal Weizen. Ach, hier draußen ist Weizen. Hab ich jetzt gerade dann Felsen? Aber vielleicht kennen ja unsere Zuschauer noch weitere Merkmale, woran man einen echten Stein von einer Fälschung unterscheiden kann. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, was man noch, woran man einen echten von einer Fälschung noch unterscheiden kann. Mhm. Also hier ist nichts, hier ist kein Weizen oder ähnliches. Man muss halt leider auch immer sagen, dass viele sehr schlechte Fälschungen doch durchkommen, weil manche Leute halt echt überhaupt nicht drauf schauen, leider. Ja, das ist das Problem. Selbst bei Kassen, was da teilweise von den Kassierern angenommen wird. Und die 20-Euro-Scheine werden ja nicht getestet. Das ist, glaube ich, ja ab 50er, glaube ich, auch noch nicht mal. Ich glaube, die 100er und höher. Nee, ich glaube schon ab 50, weil das eigentlich der am meisten gebrauchte Geldschein und dadurch auch am meisten gefälschte Geldschein ist. Ja, gut, kann auch sein, ja. So, ich vermehre jetzt mal die Schafe. Haben wir schon einmal. Aber also am besten, ich komme mit, ich packe oben vorne eine Kiste hin, dann können wir das reinpacken. Hat jemand zufällig Tintenbeutel? Nein. Mo. Okay. Ich finde hier aber auch keines kurz. Doch, da unten ist einer. Hier ist eine Kiste, pack's aber rein. Geht das? Nein, geht noch nicht. Die sind ja schon, pack's in die Kiste. Jo. Nee. Du bist Clay, der geleuchtet hat, okay? Super. Okay, da ist aber nochmal Wolle nachgewachsen. Das gleich wieder abmähen hier. Ja, ich bin dann auf dem Weg. Ich habe nur geschaut nach Squids, aber finde leider keine. Okay. Ich will Tintenbeutel. Ja, wenn man diese... Ach so, wegen der Strafe für diese Schimpfwörter für Mr. Lyrus. Lyrus, yeah. Da haben der die kann Zuschauer... heute nicht dabei sein. Ganz kurz, das wollte ich nämlich noch sagen, das habe ich vergessen euch zu sagen. Der ist gerade noch ein bisschen am PC einrichten oder beziehungsweise am Neumachen, deswegen ist er heute nicht dabei. Ja, die Zuschauer haben aber dazu auch was geschrieben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Es gab so einige Sachen. Er soll einen Wolf zähmen und reiten. Er soll, weiß nicht, irgendwie. Frage ist, was für ein Wolf? Also. Ja, keine Ahnung. Aber am meisten war es, die meisten waren halt für Kotten sammeln, dass er losgeht und sorgt dafür, dass ein paar Kotten zusammenkommen. Also diese Wolle pflanzen. Ja, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr wirklich. Doch, egal, ich würde schon sagen. Vor allem je mehr weil von allem es waren haben, ja, besser. Es waren ja die meisten dafür. Und von daher denke ich, sollten wir da drauf eingehen. Wir können ja nicht so eine Umfrage an die Zuschauer machen, wenn wir nicht darauf eingehen. Wäre ein bisschen unfair, finde ich. Ne, wenn, dann soll er die Strafe auch machen. Mhm. So, gut. Und ich muss hier noch sehen, dass ich das Haus noch weiterkriege. Da will ich noch ein Dach draufsetzen. Aber nicht in dieser Folge. Das machen wir demnächst mal. Wir haben bestimmt schon knapp 20 Minuten, oder? Ja. Und deshalb sage ich, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Ja, Leute, das war's auch von mir. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen. Tschüss.